Viele fürchten sie geradezu vor der weitesten Etappe eines Wanderwegs. Überhaupt waren sie bei allen landschaftlichen Reizen auch ihre, naja, Längen. Ist der wurscht? Wie wir die Schönheit im Kleinen finden und wo wir überall nach den Sternen greifen, das erfährst in diesem Video. So lässt das Leben, ja? Das ist einmal ein Frühstück. Also, da geht dann nichts so. So, was mit uns? Nach einer tollen Nacht, gell, im Resano. Mit ganz herzlichen Empfang und Abschied und außerdem einem unglaublichen Frühstück zu einem Sensationspreis geht es für uns heute auf die nächste Etappe auf dem Nordwaldkammweg, nämlich Richtung Bad Leonfelden. Und da nehme ich euch einfach mit. Ich bin nämlich nur sehr dünn Anzug. Und jetzt in der Früh ist es ganz schön frisch und leider wieder neblig. Los geht's, Bella. Da wäre die Touristeninformation am Marktplatz 46. Na, schaut's, Haslach an der Mühl. Da fährt den 105 entlang. Dann da immer der blauen Linie folgend bis zur Helfenberger Hütte. Machen wir einen kleinen Abstecher zur schönen Kirche in Haslach. Der Turm daneben, schau, das Schiff dahinter. Eindrucksvolle Kirche, aber leider zu. Na gut, na dann gehen wir. Radfahren verboten. Hauptsache das Gehen ist nicht verboten. Hm? Haslach ist tatsächlich ein schöner Ort, das stimmt. Ein Supermarkt wäre am Weg. Wenn nicht Feiertag wäre, könnte man da Klopp was einkaufen. Du hast ja gestern alles leer gefressen. Der hat dann Ausgang mit einem Steg. Dann wird er da über die eigene Stiege zum Supermarkt einkaufen gegangen. Hervorragend organisiert, oder? Radwaldkammweg. Schimmels Pizza. 3 Kilometer. Na servus, das wäre mal was weit für eine Pizza. Helfenberger Hütte in 2 Stunden. Ne? Zu den Hochgärten. Solange nicht die hängenden Gärten da simieren müssen, dann war es auch wieder drunter. Wie wenn man die Alternative zum auf sich zukommen lassen beim Wandern ist natürlich selber gehen. Nordwaldkammweg. Na, ich hätte gedacht, es geht steiler bergab. Ja, das sieht man sogar im Video, dass da steil ist, weil die Monster sind nämlich groß. Zielstrebig geht der Weg den Berg hinauf. Immer, wenn man eine Abzweigung hat, was nicht so steil ist, dann nicht. Nein. Die Wolken liegen heute, glaube ich, etwas höher als gestern. Gell? Da haben wir nicht die Gefahr, dass wir in die Wolken kommen. Von Abo News. Der Asphalt ist aus. Hervorragend, oder? Ja, nach einer halben Stunde harret da ein schöner Rastplatz unser. Ich hoffe, jetzt geht es nicht genau da rein. Das würde zu Nordwaldkammweg passen. Nordwaldkammweg, na zielsicher. Ihr braucht gar keine Markierung, ihr müsst einfach immer nur dort gehen, was so ausschaut. Nur ein wenig einladend ist der Originalverlauf des Nordwaldkammwegs. Es geht dort vorne rein, schau. In der Mitte. Da werden wir uns jetzt was einfallen lassen müssen. Na, was für ein Glück, da ist kein Gatsch. Bei der Kohlen, da hat man es auch fast nicht gesehen. Ich bin dann auf einmal in einem kleinen Bogen gestanden. Schau, da sieht man die Sonne. Ja. Die Bauern haben auch so gewusst, wo hinbauen, gell? Das Gute, wieder schauen. Wieder schauen. Nordwaldkammweg, da geht's noch auf, gell? Ja. So. Wir dann. Ja, so hat man einmal eine nette Bekanntschaft gemacht, gell, auf dem Weg und ein bisschen was zum Ratschen ist auch nicht so schlecht, oder? Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus, gell? Trotz ein paar Tropfen, die es jetzt momentan macht, aber das hat sich den Namen Regen kaum verdient. Schau, da sind wir richtig. So, 105, scharf rechts.
Weißt du, was die gute Nachricht ist? Ja. Jetzt ist es flach. Jetzt sind wir schon auf ungefähr 800 Meter. Ja. Und die Helfenberger Hütte, die ist auf 880, glaube ich, oder 884. Ja, von dieser Anhöhe, da sieht man zum ersten Mal die richtigen Berge. Ein wunderschöner Blick hinein in die Alpen mit dem Nebelmeer davor. Jetzt habe ich dann meine Zeit mit dem Beitrag verbrennt und der arme Bella hat warten müssen am Waldesrand. Oje, jetzt werden wir wieder was anhören dürfen. Oje, YouTube funktioniert schlecht. Flatterbird hat etwas gepostet und der Bella als Abonnent hat keine Benachrichtigung gekriegt. Das ist gemein. Ja. Entschuldige, liebe Name, das hat so ein bisschen gedauert. Aber das Leben als Influencer ist auch nicht leicht. Immerhin bist du auf dem Bild auch zum Sehen. Ach so. Mhm. Also die Markierung ist schon alt, gell? Aha. Das ist am anderen Ende des Baumes ganz neu. Es ist angenehm, gell? Kein Wind, ja. Keine Nässe, ganz ruhig, ganz flach. Da könnte man lang spazieren. Hm? Gut erreichbares Bankauer kannst du herfahren auf der Straße. Nordwaldkammweg E6. Da haben wir geht's, ja? Da, also Innenschlag, na gut. Schau, viele Windräder drehen sich da drüben. Also wir waren mit den Jankau schon eher fast warm, aber du bist natürlich als damit ein bisschen benachteiligt. Habe ich schon einmal erwähnt, dass der Nordwaldkammweg immer dort verläuft, wo recht der Gatsch ist. Mut kannst du nicht kaufen, oder? Wenn mir nicht alles täuscht, dann ist der Gipfel da genau im Bild Mitte, hinter dem Wald der Sternstein. Da kommen wir heute noch rauf. Das ist wieder ein Sessel zum Sitzen. Ja, für Bankerl reicht es dann immer mehr, aber für Sessel allemal. Und zum Schauen gibt es in der Landschaft ja wahrlich genug, gell? Hm? Ein Fichten-Tannen-Mischwald ist das so. Viel Naturverjüngung, ja? Kleine Tannen. Da drüben ist wohl die Grenze. Ja, liebe Mami, da hast du eine andere Möglichkeit, die den Rehlein nicht schmeckt. Da haben sie die Knospe mit so einem Plastikding, das haben blauen und versehen. Da fallen sich hier jetzt ein Gebäude, ob das nicht schon die Helfenberger Hütte ist. Schau, das Schild ist schon müde, das muss sich am Baum anlehnen. An der Grenze zu Tschechien. Aber zum Glück haben wir ja beide ein gültiges Reisedokument mit. Grenzsteig, Helfenberger Hütte, gekühlte Getränke, na super. Das klingt ja verlockend. Das nehmen wir. Nordwaldkammweg, markierten Weg keinesfalls verlassen. Das ist ein hübsches Flüsschen, ne? Äußerst nett. Ja, der Bauer wird sich echt bedanken, wenn man die Wiese zertrampelt, ne? Helfenberger Hütte, gekühlte Getränke. Nur da schauen wir mal hin, aber das schaut sehr zu aus. Ja, und ob da wirklich zu ist, werden wir gleich erfahren. Helfenberger Hütte am Nordwaldkammweg in 840 Meter Seehöhe, 16 Rohrbach, österreichischer Alpenverein. So, Euro in den Kasten schmeißen. Bier und Spritz, 3 Euro, Limo, 2,50 Euro. Also, lieber Alpenverein, da habt ihr Spende. Dafür bediene ich mich großzügiger. Jetzt musst du her, oder? Prost, Mama. Kannst du durchkosten. So, auf der Helfenberger Hütte war es auch ohne Bewirtschaftung nicht. Ja. Lieber Alpenverein, ich bin zwar von der Konkurrenz, aber ich finde es das super, dass ihr auf ein Vertrauenssystem aufbaut und die Getränke zur Verfügung stellt. Geht es mit meiner großzügigen Spendeverantwortung voll um. Die haben ein WC, das ist sauber und wunderbar, gell, öffentlich zugänglich. Haben es großartig gemacht. Ja, derart frisch gestärkt geht es frohen Mutes entlang des Nordwaldkammwegs weiter in Richtung Gugelwald. Ich hätte es versucht zu kaschieren, indem ich den Himmel filme, aber ja, da hast du völlig recht. Wir haben noch vorgesorgt, wieder den Gatsch.
Schau, da hast du nicht dasselbe in Grün, sondern dasselbe in Orange. Besser als wie gestern, viel besser beieinander. Ne? Ja, überhaupt einmal mit Wiese und trocken. Ja, und sich dann sogar streuen. Waldidylle, na, wenn der die ganzen Holzstämme daher zahlt, wird da keine Waldidylle mehr sein. Ja, da gibt es einen Weitblickweg. Jetzt hört sich schon aus, der Weitblick da. Ja, inzwischen kommt in den freien Lagen ein bisschen Wind auf, aber es ist total wild. An die 15 Grad haben, schätze. Es ist natürlich Ende Oktober auf ca. 800 Meter. Schon eine Ansage, ne? Schau, für alle Zweifler, da ist die Markierung. Gibt es keine Abzweigungen, nirgends. Stolpersteine gibt es. Schau, da sind die Schwellen von der wenig bekannten Nordwaldkammeisenbahn. Die armen Schweine, die an der Donau wohnen, gell? Geht den ganzen Tag daneben nicht auf. Jetzt ist es aus mit Weitblick. Jetzt sind ein finsterer Fichtenforst. Aber bei dem Wald ist Unrecht getan, da wachsen ja Kiefern auch. Also ich bin immer wieder froh, dass Einhörner kein jagbares Wild sind, weil bei der Jagdinfrastruktur, die es da gibt, hast du das Wild dir nichts zum Lachen. Ob du die Plastikplane wohin gehört an diesem Platz? Schau, ein Hinkelstein. Oben liegt jetzt eine helle Freude. Wir folgen einem altbekannten Muster. Dann sind wir Weg alternativen Licht, besonders für die vorherige Forststraßenquerung. Geht der Weg immer dort, wo es am gatschigsten ist. Ja, also fast ein kleiner Verkäuferer da bei dieser Andachtsstätte. Nicht rechts vorbei, sondern doch links. War vorhin angeblich zusammengekommen, aber da sind dann auch Waldarbeiten gewesen. Ist eh nicht schlimm, aber sei vorsichtig zur Sicherheit, gell? Naja, das ergibt ja gleich so richtig Sinn, wenn die Markierung da drauf ist, gell? Weil wo darf man denn auch sonst suchen? Auf ein Steiglein! Das sind jetzt da ganz wenigen Steigsegmente bisher, gell, heute? Ja. Wird nur kurz, denn da vorne erwartet uns die Straße. Achtung, Staatsgrenze, aus! Straße, oje, steigende Mühlen. Ja, da hinten ist tatsächlich keine Überquerungsmöglichkeit gegeben, oder doch? Gugelwald, 60. Bist aber noch sehr flott. Kann man echt nichts sagen. Ja, inzwischen ist trotz großer Höhe der Blick auf die Alpen verschwunden. Hotel Gugelwald. Gugelwald Slow Wellness. Wir machen Gugelwald Slow Hiking. Gugelwald, ja. Kommen wir zu den Windrädern von hinten, dann gehen wir da weiter zum Sternstein und da unten ist auch schon Bad Leonfelden. Let's go! Da geht's hinein. Mann, mal eiserner Vorwagen, Fußweg. Würde nicht gar nicht gemahnt werden, bevor das jetzt halt vorbei ist. Windparkweg. Na, da sind wir doch froh. Wir sehen Windräder, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ja, von wegen Mann, mal eiserner Vorwagen. Die ganze Zeit übermahnen uns die Schilder schon. Achtung, Staatsgrenze.
bin ich aber gespannt. Fahrverbot, na gut, Gehverbot aber nicht, oder? Nachdem du das Zeichen tatsächlich nur allgemeines Fahrverbot hast, nehmen wir an, dass bei einer Umleitung ja wohl eine Strecke angegeben hätten. Ne? Ja, Mann, mal eiserner Vorhang. Man mag sich die Zeit nicht vorstellen und da wünscht sie sich sicher auch nicht zurück. Blumen gepflanzt statt einem eisernen Draht. Bäume, Panoramaweg und Windparkweg. Wirst dich freuen zu hören, dass wir da um dürfen. Windparkweg. Ja, jetzt aber nicht. Ich fürchte nur, wir werden ohne Windpark nicht auskommen. Habe ich schon erwähnt, man fühlt sich wie zu Hause, gell? Da. Manchmal glaube ich, wir sind Wildschweine. Aber Schweine und Ziegen sind ja die liebe Verwandtschaft, das sind auch ein paar Hufer. Also von daher darf ich mich nicht einmal beklagen. Völlig überraschend ist der Weg, beschaffen wir jetzt so, dass so links und rechts von der Holzbringung ordentlich Wasser drin ist und da Schlamm. Aber in der Mitte ist fest, gell? Da merkt man, wenn auf einem so einen gebauten Weg die Maschine so tief einsinkt. Da muss aber endlich was aufgeladen gewesen sein. Aber wie es ausschaut, ist für einige Zeit einmal in Ruhe. Mein Gott. Much too much. Ja, da vorne ist der Übeltäter. Oder ist der nicht sogar ein bisschen zu klein? Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung. Oder die Unmutsverschuldung. Sherlock Holmes schlägt wieder zu. Eine eindeutige Spur der Härten, die Verdachtslage. Wahrscheinlich hat er sich getan, indem er da zweimal drüber gefahren ist. Ja, dann schaut es größer aus. Windparkweg und du möchtest gern Windparkweg, gell? Ich bin ja nicht der Windparkweg. Nein, schön ist vor allem der Windpark nicht, aber wegen der Schönheit haben sie das auch nicht gebaut. Ich bin ja sicher, ob ein Kohlekraftwerk oder ein Wasserkraftwerk schöner ist. Ne? Nein, nicht. Schau, die Damen lassen es gut gehen. Damen. Ja, jede Menge. Ja, äußerst gemein. Wenn man da entsprechende Spiritualität hätte und an dieser Andachtsstätte verweilen wollte, keine Chance, wirst von Elektrozahlen davon abgehalten. Religionsfreiheit, aber bitte woanders. Windparkweg, Nordwaldkammweg nach links. Ja, beim Donautal hat es wirklich die ganze Zeit an Nebel gehalten. Nach links hat es geheißen, na gut. Ja, schauen wir mal, ob es dazu gekostet, aber es befindet sich jedenfalls ein Bankerl dort. Ah je, da müssen wir ja abholzen. Wachsen Brennnesseln durch. So, der müden Wandersfrau ist jedes Mittelrecht, gell? Nach einigen Rodungsmaßnahmen und ein bisschen einer Säuberungsaktion werden wir da auf diesem Bankerl Platz finden. Und dann schauen wir um auf die Tschechen. Ja, mit so einer Aussicht über Kurtrosten. Und jetzt müssen wir noch diesen Steilabstieg da bewältigen. Es gibt ungeahnte Neuigkeiten vom Wegverlauf zu vermelden. Wir sind vom Asphalt hier unten. Ja. Nordwaldkammweg geht geradeaus weiter. Ich bin gespannt, was auf diesem Schild da steht. Zum Hirschenstein, 1 Kilometer. Nordwaldkammweg. Ja. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf, ja. Achtung, Eisabfall. Bei aufleuchtender Warnlampe besteht Lebensgefahr bei Benutzung des Weges. Das ist ja der Windpark. Ich glaube, die Windparksteher müssen da gehen. Jetzt gehen wir genau auf der Straße, wo das Windrad auch transportiert worden ist. Na wurscht. Das ist der Wurscht. Das kommt her, wenn wir einmal zur Sonnenfeier in der Wachau gewesen sind. Von einem wunderschönen Aussichtsplatz am Seiberer. Eine Familie dort, die hat ihre Kinder versucht zu begeistern. Und das ältere Mädchen, das war ungefähr so drauf, wie es die Mama jetzt beschrieben hat. Ist mir wurscht. Und wenn irgendwer von euch die Gelegenheit hat, schaut euch doch einmal die Sonnenwende in der Wachau an. Das lohnt sich. Ich meine außerdem die Sommersonnenwende, nicht die Wintersonnenwende, weil die erkennt man ja meinen, dass die bald ist. Ne? Ja. Ja, eine Landschaftszieher sind sie nicht. Und die Baumaßnahmen natürlich auch noch. Aber ein notwendiges Übel. Wenn vom Platzbedarf der Windräder gerettet wird, nicht? Da geht es nicht um das Fundament von dem komischen Ding da drin. Riesen Windrau. Aber die Fläche, das brauchst du zum Rangieren. Der Don Quixote ist also seine Freude, gell? Ja. Naja, Berggedüll wird das keins mehr, he?
dann wird die Weite der Landschaft erst so richtig erfahrbar. Und wieder ein Hinkelstein. Na schau, da sieht man den Sternstein hinten. Sogar ein Tisch ist da. Ein rotes Materl. Ja, aber das scheint tatsächlich da drüben das letzte Windrad zu sein. Geht ein nicht allzu erbaulicher Weg ab hier auch zu Ende, gell? So, was macht man aus dem da? Der Pfeil hast hinaufklettern. Da wird man nicht weit kommen. Vermutlich lassen einfach da der Kurve folgen. Ich glaube, die Windräder sind nicht laut, aber wenn man das Geräusch einmal im Ohr hat, dann hört man das, obwohl man jetzt schon viele hundert Meter weit weg ist. Ja, auf diesem Sattel ist man jetzt am tiefsten Punkt zwischen dem Sternstein und dem Sternwald geradeaus, ohne Umschweife. Wenig Neues gibt es von der Forststraße zu berichten, die wir jetzt ansteigen, um auf den Sternstein zu gelangen. Man sieht da außerdem noch links Forstwege und rechts Forstwege. Da gibt es noch hinter uns lärmende Windräder, die jetzt langsam aber sicher wieder unhörbar werden. Den Rest kann sich ja jeder selber ausmalen. Ne? Nordwaldkammweg, Waldschenke, Nordwaldkammweg, Rundwanderweg um den Sternstein. Wir wollen nicht um den Sternstein, wir wollen auf den Sternstein. Weniger rundum und um, mehr auf und drauf. Der Platz hier lädt zum Rasten ein, verweile hier und halt ihn rein. Das ist aber auch kein guter Dichter, der zweimal hier unterbringen muss, damit er die Metrik hinbringt. Die Spitze des Sternsteins verbirgt sich hinter diesem Wald da, aber der wird eh ungesagt, dass demnächst siehst du's. Nach einem endlosen Vorstraßenhascher, ein Sternsteinweg. Mhm. Endlich ist die Vorstraße aus. Hat man da auch raufgekommen. Das schaut doch sehr nach historischem Weg aus. Sternsteinwarte. Mhm. Die wartet auf uns. Steine sind ja schon mal vorhanden. Ganz geheimnisvolle Wälder, gell? Herzlich willkommen am Sternstein. Jetzt sind wir warte, da schauen wir jetzt mal auf, wir dürfen. Kaiser Franz Josef Jubiläumswarte. Sternsteinwarte 1125. Ich schaue mal hin, ja? Man kann rauf, ja? Ja, Eintrittspreis ja auch gesehen. Also AV-Mitglieder und Schüler 1 Euro. AV-Mitglieder, ich nehme mal an, das Gegenrecht gilt auch. Bella, viel schlau. Jetzt bist du hier auch aufgegangen, ist die 11.22. Ja. So, Bella, gratuliere, bergfrei. Ja. Besuch der Sternsteinwarte ist nicht schlecht. Mit Blick aufs Skigebiet, mit Blick zu den Bäumen, mit Blick auf den Windpark. Auch in die Alpen sieht man ein bisschen hinein. Ja, da habe ich schon Bad Leonfelden liegt vor dir. Ja, alles sieht man. Eigenwillige Stimmung, gell? Ja. Da sieht man auch die Moldaustraße schon. Das, was da so glänzt, ja. Das ist kein Nebelfeld, sondern das ist das Wasser. Na gut, Bella, das war doch den 1 Euro Spende wert, oder? Ja. Sehr gut. Na, wenn ich das schon so großzügig einlade, aber jetzt gehen wir wieder. Hast du die Tür? Ich hab die Tür, ja, ich schau, dass du nicht aufgefallen und du schaust, dass du nicht runterfällst. Ein ziemliches Ungefühl, was man da fährt, gell? So, aber wenn du den Lieber vergessen hast, dann kannst du wieder mitnehmen, gell? Ja. So, runter mit uns. Weiß nicht, was du ein Stück gelassen hast. Na, sehr gut. Sind sie nicht abhanden gekommen.
Die Mühlviertler sind ehrliche Leute. Ein Sternstein. So, wir befinden uns am Sternstein. Und wisst ihr, was man da macht? Da habe ich jetzt das perfekte Nahrungsmittel. Das ist jetzt unbezahlte Werbung. Wunderstern. Jetzt müssen wir nur mehr Stern dran suchen. Ja, zum Beweis, ein Stern oder sechszackig, bitteschön. Ein zweites Stern da. Mindestens ebenso schön in Gelb, auch sechszackig. Mmh. Die besten Fruchtgummi, die es gibt, ja? Mhm. Und das allerbeste ist, das ist ein Einhorn drauf. Die markierten Wanderwege der AV-Holzgruppe Bad Leonfelden. Na, bist du deppert. Da geht's dann nach Oberstern. Mhm. Na, das wird ja spannend. Nordwaldkammweg 105. Los geht's mit uns. Bist du bereit? Das ist total spannend, wenn du deinen Rucksack aufsetzt. Wieso? Na, wird das zugehen? Wirst du das richtig auserfahren? Wird das einschnappen? Da könnte man ein eigenes Video drauf machen. So, auf ins Skigebiet. Schnellstein gibt's einen Lift, habe ich schon gesagt, oder? Österreichischer Weitwanderweg Salzsteigweg. Mhm, 09. Das ist auch einer der großen 10. Der Sternsteinhof. SB-Restaurant, Schönheitsfarm, na, das wäre was für uns. He? Die haben einen ganz einen tollen Vierer, oder? Zur Sternsteinwarte, da kommen wir da gut her. Also da hat man es mit dem Überhälter ein bisschen übertrieben. Ein einziger Altbaum soll für die Naturverjüngung sorgen, ob das wohl geht. Zur Quelle. Aha, zur Quelle, na gut, weil Quelle braucht man keine, gell? Der Abstieg ist gar nicht so großartig ausgebaut, ist zwar breit, aber steinig, wurzelig. Muss man da fast aufpassen. So schaut der Abstieg bis jetzt aus, so Bellau mit recht vorsichtig ist, ja, und am Lauf verbergen sich die Steine, man weiß nicht so genau. Aber es ist Besserung in Aussicht. Ich glaube, es geht dann auf der Straße weiter. Der Weg ist bestätigt meinen Verdacht. So, lieber Bello, es wird dich freuen zu hören, dass sich die Abstiegsmühen jetzt deutlich mindern werden, denn es geht auf der Forststraße dahin, zumindest für eine Weile. Auf meiner Uhr stehen schon 26 Kilometer. Oh, da ist der Markierungsmaler kreativ geworden. Das Gäbe-Schild ist ja geradezu banal. Ein letztes Schlamperartiges noch. Da war ja Beauty, oder? Ist da nicht Fango oder so? Ja, wie man überdeutlich erkennen kann, ich hab's nicht so mit Beauty. Ne? Entweder man sieht man es an oder ich habe es nicht notwendig. Ja, auf einmal, gell, aus dem Nichts tauchen da ja Horden von Wanderern auf. Aha, da kann man mit dem Auto hinfahren, drum sind da so viele Wanderer. Freizeitwege rund um Bad Leonfelden. Naturkammweg, na sehr gut. Also, die Waldschenke war die Kontrollstelle. Da oben anscheinend. Ja, leider unnötige Extrameter, wenn man den Kontrollpunkt nicht erreichen möchte. Das haben wir richtig. Sehr zugunsten des Wirten angeschrieben, gell? Die gute Nachricht ist, die 1000 Höhenmeter sind noch immer nicht voll. Laut Track sollte man genau da richtig sein. Markierungen nicht zu sehen. Da ist eine. Ja, da in dem Abstieg. Wir sind viel zu gern auf die nahe Straße zur Waldschenke. Ob ich los, das mag ich aber nicht, weil ich mag nicht unbedingt jetzt noch einen Asphalt drehen, das machen wir irgendwo. Da entlang vom Weg war überall blaue Markierung zum sehen. Ja? Schau mal die Wolken an, wie die angestrahlt sind. Das ist cool, gell? Ja. UFO-Invasion, da hat man schon wieder lesen auf anderen Kanälen. Hein? Tatsächlich, schau, da sind die Markierungen übermalt. Da noch nicht. Liebe Leute, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht wissen. Da haben sie es auch übermalt, notdürftig. Ja, das ist mal so auf die Straßen, genau. Aber wir müssen nicht da schauen auf das Wald, das ist wahrscheinlich wurscht. Na gut, aufhören gehen wir nicht mehr. Aber von daher gehen wir runter, ne? Bad Leonfelden. Da gibt es eine Markierung. Schöne Tiere, ja. Nach langem meldet sich wieder mal die Markierung. Also ich sehe, was ihr nicht seht. Wisst ihr, was das ist? Der Laie wird jetzt glauben, ein Bankerl. Aber nein, weit gefehlt. Ja, Wegweiser gibt es auch, stimmt, aber noch viel wichtiger, was man da jetzt nämlich sieht, ist Bad Leonfelden, das Ziel der heutigen Etappe im Abendlicht. Wassergenossenschaft Bad Leonfelden. Schau, das ist hoffentlich Trinkwasser, was da rauskommt. Oder ein schönes Rastplatz, gab es auch noch.
Völlig überraschend. Unglaublich. Ein kleiner Schritt für den Flatterberg, ein großer Schritt für die Menschheit. Das hat eine gewisse Systematik. Die Bangerl sind immer dort, wo man es nicht mehr braucht. Irgendwo ein bisschen weiter weg in der Einschicht, gell, da steht nicht mehr der Bangerl auf, dort, wo das was zu passen wäre. Ortwaldkammweg, Bad Leonfelden. Na, das ist ja nett. Da rein im Ort. Bist du auch so zugänglich wie die anderen Katzen? Hm? Kuschelt. Sehr gut. Nordwaldkammweg, schau da. Na, dann bin ich zufrieden. Lang mächtig tut man mal dumm, bis man da in dieses Bad Leonfelden kommt. Ja, jetzt kann uns auch nichts mehr aufhalten. Wenn wir jetzt eine Umleitung erfinden, dann gehe ich von mutwillig aus. Was ist denn da? Schernstein, andere Richtung Tierberg, Bamberg, Nebelstein. Wunderschöne Kirche in Bad Leonfelden. Ja, wir stehen in Bad Leonfelden vor der Kirche. Das I haben wir nicht gefunden, was da unten angeschrieben ist, aber wir werden natürlich trotzdem ein Quartier finden und von dem melden wir uns dann nochmal. Ein großartiges Gebäude, gell? Schwer zu fotografieren, weil viel zu groß. Mit einem tollen zweiten Turm. Sehr düster. So, am hübschen nächtlichen Hauptplatz haben wir die Tourismusinformation erspäht. Ja, wir haben also tatsächlich unsere Herbergssuche erfolgreich beendet. Nach ein paar Verwirrungen mit der Türkarte, die leider am falschen Tag eingestellt war, haben wir es endlich doch ins Zimmer geschafft. Und das heißt, wir sind eben flatt dabei. Und ich bin Bello. Und vielleicht sieht man sie mal auf einer anderen Tour.